Wir haben hier die Funktion 4 Cosinus x plus 2 minus 3. Und davon möchten wir alle Nullstellen haben. Erstmal machen wir es so. Wir bestimmen alle Nullstellen im Bereich von 0 bis zur Periode. Die Periode müssen wir noch bestimmen. Und wenn wir dann die Nullstellen im Bereich von 0 bis zur Periode haben, dann können wir hinter jede Nullstelle noch hängen plus beliebig oft mal Periode. Weil, wenn ich hier irgendeine trigonometrische Funktion habe und habe die beiden Nullstellen innerhalb von einer Periode, also zum Beispiel von Hochpunkt bis Hochpunkt, kann ich jetzt einfach sagen, die Nullstelle plus beliebig oft Periode, dann habe ich alle diese Nullstellen im fallenden Teil von der Funktion. Dann nehme ich meine zweite Nullstelle im steigenden Teil von der Funktion, sage diese Nullstelle plus beliebig oft mal Periode, dann habe ich natürlich auch davon alle Nullstellen. Dann habe ich alle. Das heißt also eben, als erstes bestimme ich einfach mal alle Nullstellen im Intervall von einer Periode. Ja, mein erster Schritt, überhaupt mal die Periode bestimmen. Die Periode berechnen wir immer als 2pi durch b. B ist die Zahl von x, in dem Fall 1. Das heißt, meine Periode ist 2pi. Gut, im zweiten Schritt nehme ich die Gleichung, setze gleich 0 und löse nach, in dem Fall nach Cosinus auf. Das heißt, 4 Cosinus von x plus 2 minus 3 gleich 0. Die 3 muss weg, also addiere ich 3 dazu. Die 4 muss weg, teile also noch durch 4 und habe also Cosinus von x plus 2 gleich 3 Viertel oder 0,75, wenn Sie es als Kommazahl haben, völlig egal. Jetzt kommt meine Substitution. Ich sage also, das Argument x plus 2 nenne ich u. Habe also die Gleichung Cosinus von u gleich 0,75 und kann damit mein erstes u bestimmen. U ist nämlich, also u1 ist Arcus Cosinus, 2 Cs, Arcus Cosinus von 0,75. Das heißt, Sie nehmen Ihren Taschenrechner, tippen ein Cosinus hoch minus 1 von 0,75. Und falls Sie den Taschenrechner auf Radianten gestellt haben sollten, hoffe ich, sollten Sie rauskriegen 0,723. Gut. Das U2 bei einer Cosinusfunktion ist U2 immer minus U1. Das heißt, U2 ist minus 0,723. Jetzt kann ich sofort nach x auflösen, wenn ich die Resubstitution anwende. Das heißt, jetzt kommt meine Resubstitution. Das heißt, ich sage, U1 war 0,723. U1 ist aber x plus 2, das heißt, ich habe hier stehen x plus 2 gleich 0,723. Wenn ich die 2 rüberbringe, erhalte ich x, und zwar ist es mein erstes x, ist minus 1,277. Das U2 ist minus 0,723. U ersetze ich wieder durch den Term x plus 2, habe also hier stehen x plus 2 gleich minus 0,723, erhalte also mein x2 ist minus 2,723. Jetzt habe ich mein x1 und mein x2. Ich könnte jetzt, muss ich nicht, ich könnte das Ganze ins Intervall von 0 bis Periode, also bis 2pi verschieben.
Mache ich jetzt mal, aber halten Sie sich vor Augen, ich mache es eigentlich freiwillig. Man müsste es nicht unbedingt tun. Das heißt, x1 ist minus 1,227 plus Periode plus 2pi. Das heißt, ich habe minus 1,227 plus 2pi sind ziemlich genau 5,0. Und x2 ist minus 2,723 plus die Periode. Gibt minus 2,723 plus 2pi sind 3,56. Und damit kann ich jetzt alle x-Werte angeben. Nämlich, x1 ist ja 5,0. Das ist der eine x-Wert. Wenn ich jetzt alle haben will, zähle ich beliebig oft die Periode dazu. Das heißt, plus beliebig oft mal Periode. Ebenso mein x2 ist 3,56 plus beliebig oft mal Periode. Damit habe ich jetzt tatsächlich alle Nullstellen angegeben und wäre fertig.